Einen wunderschönen guten Tag, Nalu. Ich grüße euch alle herzlich wieder zur nächsten Folge von Strategy Command World War 2 War in Europe gegen die Strategie-Ecke. Er hat vorgestern seinen Zug gemacht. Ich habe manche Tage, wo es bei mir nicht möglich ist, Züge zu machen. Darum, sonst hätte ich meinen Zug auch noch direkt hinterher geschmissen. Aber passt ja trotzdem. Ostfront, ja, ist jetzt speziell, wobei wir da eigentlich relativ viele Truppen wieder bekommen. Aber im Verhältnis zum Deutschen ist das natürlich ein gigantisch weiter Unterschied. Wir müssen eigentlich mal langsam hoffen, dass hier der Schwede mal runter tickt, dass der Deutsche da keine Punkte mehr bekommt. Ich komme die ganze Zeit jetzt gerade ans Kabel hier. Entschuldigung, so, perfekt. Ja, das ist eigentlich gut. Wir müssten vielleicht mal reinforcen. Also hier bräuchten wir jetzt mal einen Jäger. Sehe ich gerade. Okay. Und der Deutsche will jetzt gerade in Griechenland rein. Ja, okay, der ist im Arsch. Das ist nicht schlimm. Das geht auch noch. Ja. Sehr schön. Ach, der ist vernichtet? Habe ich ihn nicht gerade zurückgeschlagen? Okay, rechts unter Novgorod ist einer. Das müssen wir uns jetzt mal kurz merken. Das ist natürlich der Punkt, der jetzt für uns angreifbarer ist. Okay. Alter, der Panzer 4. Das ist mein. Da muss ich mal gucken, wie ich gegen den Kanal komme. Das muss meine Infanterie irgendwie regeln. Müssen wir mal sehen. Und wir müssen auf jeden Fall einen Flieger rüberschießen. Eine mechanisierte, eine Armee vernichtet. Sonst ein paar kleinere Ortschaften verloren. Ist nicht so schlimm. Nachschubmangel für die Garnison. Da ist was erobert worden. Himmelsfahrtskommando. Und wir machen ein bisschen was kaputt. Und wir haben schön viele Divisionen. Schön viele Divisionen. Okay. Also, du wirst jetzt erstmal nicht aufgefrischt. Warum auch? Wieso ist jetzt so? Und nächste Runde so. Okay, verstehe ich nicht ganz, aber müssen wir jetzt mal so kurz akzeptieren. Du kriegst jetzt mal ein bisschen was aufgefrischt. Moment. Den können wir kostenlos. Also wenn wir zwei Runden haben wir. Okay. Ja, das macht Sinn. Wir kriegen sogar eine Entschanzung auf jeden Fall damit rausgekloppt. Okay, machen wir. Den benutzen wir zur Backline-Sicherung. Das reicht. Theoretisch müssen wir da noch rein, aber jetzt erstmal nicht ganz so dramatisch. Da rein. Könnten. Okay. Eigentlich brauchen wir hier auch noch eine Truppe. Boah. Wie machen wir das denn? Ah, schade. Ich dachte, da wäre jetzt nichts mehr. So, dich will ich auf jeden Fall nicht entkommen lassen. Wo die auch immer hin wollen. Ah, ich komme da jetzt mal ganz knapp nicht mehr dran. Ja, wenn ich aber verlege, hilft mir das jetzt auch nicht weiter. Nee, dann hat der hier kurz Pech gehabt. Da komme ich nicht hin.
Aber verlegt haben hier raus sollte eigentlich nicht möglich sein. Mit ein bisschen Glück kriegen wir den weg. Okay. Das passt. Das passt. Das passt. Da können wir jetzt eigentlich nichts groß machen. Der muss auf jeden Fall reinforcen. 1-1. Komm. Okay, hat nicht funktioniert. Ich muss mal gucken, wie das nächste Runde mit der Versorgung da ist. Dann du. Verliert ihr den nächsten? Ist okay. Kann man so machen. Dann gehst du mal nach hier. Du hast den unter Kontrolle, du nur die. Du bleibst da, du fährst mal nach hier hinten. Und du gehst mal nach da. Ich hätte gerne hier noch eine Truppe und auf Kalamata, wie auch immer. Jetzt könnten wir mal kurz gucken. Ja, genau. Die haben wir frei. Komm, den geben wir das mal. Dann können wir nämlich hier vielleicht eine Truppe verwenden, später zum Rübersetzen. Ja. Dass wir hier Kalamata verteidigen, dieses Industriezentrum, das wäre schon nicht verkehrt. Irgendwie, ne? Ist okay. Vielleicht gar nicht mal so dumm, wenn wir so ein bisschen Kontrolle jetzt hier noch weiter uns holen. Er kann hier eh nicht mehr abhauen. So. Okay. Fahr mal hier lang. Hier. Ob wir irgendwas entdecken? Der kann nicht fliegen. Jetzt haben wir hier unsere schönen Truppen. Du einschiffen. Ja gut, du begibst dich jetzt mal auf die spezielle Reise und hoffen mal, dass du nicht versenkt wirst. Du wirst auf jeden Fall erstmal abgegradet. Also, obwohl, du wirst nicht vorher abgegradet. Weil er günstiger ist dann mit dem Transport und dann ins Rote Meer. Du wirst auch erstmal ins Rote Meer ge... Wir haben ja festgestellt, wir wollen ja eigentlich Algerien. Wobei die Luftlandedivision eigentlich hierfür ganz geil wären. Aber ich will eigentlich Algerien zuerst haben, damit ich die Niederlande raus... Ach, Italien zuerst rausnehmen kann, weil ich glaube, Deutschland zuerst rausnehmen wird zu schwierig. Also das ist auf jeden Fall ein viel, viel längeres Unterfangen als wie Italien... Und wenn wir Italien raus haben, dann ist der Deutsche auf jeden Fall massiv geschwächt. So. Vielleicht noch ein HQ für den Engländer wäre nicht verkehrt, was ich aber nicht bezahlen kann. Okay. Dahin. Ich muss die ja eh verlegen dahin. Und der sollte ja eventuell nach Casablanca. War ja die Idee, ihn, wobei ich muss ihn nochmal reinforcen, hier, beziehungsweise hierhin hinzufahren oder vielleicht ziehe ich noch direkt durch, weil hier U-Boot-technisch ist das eigentlich gerade alles relativ ruhig. Ob das jetzt dauerhaft so bleibt, das weiß ich nicht.
der bringt hier Truppen hin. Das ist schon mal schön. Das ist schön zu wissen. Aber du bist nicht gedeckt worden von ihm hier? Krass. Ich will eigentlich hier diese Dinger kaputt machen, ne? MPP. Alter, kann er mittlerweile weit fliegen. Leck mich am Arsch. Komm, ich weiß, worauf ich mich einlasse. Schwere Bomberstufe 1, okay. Das hilft mir jetzt so nicht. Das ist genau auf der Luftabwehr. Ah ja, ist okay. Jetzt macht er nur noch einen Schaden. Ja, das ist doof. Das ist doof. Will ich direkt... Ja, ich will aber eigentlich nicht selber was kassieren. Also ist das eigentlich so ganz gut. Neue Einheiten haben wir bei Amerika. Den können wir direkt eigentlich wiederholen. Das U-Boot. Stimmt, das hat man letztes Mal entdeckt. Fahr mal so. Fahr du mal so. Du fährst mal nach hier. Drei. Reichen mir drei Stück da? Nee, ich hole noch ein viertes. Dann versuchen wir dieses U-Boot da einzukreisen. Mal gucken, ob es funktioniert. Und jetzt ist, glaube ich, fast wieder die Russlandbühne dran, ne? Oh, Flugzeug weiterentwickeln. Das ist sehr schön. Sehr schön. Dann können wir hier weiter bekämpfen. Habe ich einen amerikanischen Flugzeugträger hier? Nee, aber der ist doch amerikanisch, ne? Ich muss hier hinfahren. Okay, verstehe. Alles klar. So, jetzt gucken wir mal. Russland ist jetzt gerade ein bisschen abgeschwächt. Hier können wir eh nichts tun. Jetzt müssen wir mal schauen. Also, du gehst mal einen Schritt nach hier. Du reinforced. Du gehst definitiv einen Schritt nach hinten. Du gehst nach da. Du bist, glaube ich, am Bauen. Okay, dich habe ich noch nicht unterstellt. Das ist ein Fehler. Da muss ich jetzt gleich näher drauf achten. Ja, okay. Luftabwehrstufe 2. Du
kriegst jetzt auf jeden Fall die Luftabwehr. Das interessiert mich. Du auch. Du auch. Wobei das jetzt hier bei dem sehr teuer ist, aber das hilft auf jeden Fall. Okay, du kriegst erstmal Lebenspunkte. Jetzt muss man erstmal nach. Ach, scheiße. Nächster Fehler. Du raus, du rein. Wieso machst. Ach, weil du ein Chor bist und du eine Armee. Ja, verstehe. Will ich diesen Panzer hier haben? Ja, ich will diesen Panzer da haben. Dem gebe ich das noch nicht. Den Angriff können wir locker flockig tun. Immer schön die Einheiten angreifen. Das ist eigentlich ganz gut. Panzer. Ein Schritt nach vorne, ein Schritt nach vorne, ein Schritt nach vorne, du einen Schritt da hinterher. Okay. Und du befestigst da erstmal. So, wobei ich hätte eigentlich noch hier so machen müssen, weil von da glaube ich jetzt nicht daran, dass der da kommt. Halbautomatisch. Ist okay. Du kriegst das, du kriegst das. Du kannst nichts bekommen. Okay. Interessant. Du Panzer. Ja, genau. Und eigentlich, er hatte gutes Wetter und nicht wieder schlechtes Wetter, ne? Das ist wieder so typisch für dieses Spiel. Okay, 4 Lebenspunkte, das machen wir auf jeden Fall hoch. Machen wir so. Ach komm. Du bist lang genug auf dem Feld, dass dir was bringt. Du theoretisch auch. Ja. So, so. Du ziehst dich wieder einen Schritt zurück. So, jetzt sind wir wieder hier bei diesem Punkt angekommen. Also, du kriegst sowieso jetzt erstmal deine besseren Waffen, nenne ich es jetzt mal. Du kriegst das. Ich kann die ja leider immer noch nicht upgraden. Russland, punktemäßig, kann eigentlich genug vergeben, aber ich bin hier alles komplett am Tacken. Das, was ich theoretisch bräuchte. Langstreckenflieger ist jetzt nicht ganz so wichtig. Erdwaffen wären nett, aber über nett geht das halt nicht hinaus. Stimmt, den brauchen wir nicht mehr. Oh, damit könnten wir eventuell dann doch, müssen wir jetzt gleich mal gucken, einen Gen holen. Und wir wollten gucken, wenn ich den hier ersetzen wollen würde, was das kostet. 90 Punkte. Finde ich ein bisschen zu viel. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz nach Versorgung. Ich hätte hier 666. Okay, diese Versorgung. Hier, dieses Gebiet ist wichtiger als hier, weil da habe ich keine Versorgung. Freistellen. Dich kann ich jetzt nicht unterstellen. Dich jetzt gerade auch nicht, aber dich kann ich auf jeden Fall mal unterstellen. Du bist absolut unwichtig. Du bist wichtig. Okay.
Eine Nuller-Verschanzung. Mhm. Du bist im Sumpf, du bist im Sumpf, du bist im Sumpf, du bist im Sumpf. Befehlshaber habe ich bekommen. Gut, er hier ist für hier gedacht. Ich könnte ihn da hinbringen. Ich habe einen Befehlshaber zu viel. Na gut, dann werde ich ihn jetzt erstmal nach hier bringen. Und dann weitersehen. Ja, der kann man locker hier hin. Okay. Luftabwehr wäre nicht verkehrt. Er auch. Ihn muss ich mal gucken, wie ich jetzt hier was mache. Also den hier. Aber selbst wenn, kriegt er den nicht doppelt aus. Aber ich kann ihm Luftabwehr. Moment, ich will ihn am liebsten jetzt hier haben. Ich brauche eigentlich noch da eine neue Einheit. Okay, alles klar. Spezialeinheit kommt auf jeden Fall nach hier. Müssen wir gleich mal gucken. Panzer sind jetzt gerade hier nicht zu Gesicht. Moment, wenn ich jetzt hier hingehe, kann ich mit ihm tauschen. Und wenn er nach hinten. Nee, das hilft mir nicht weiter. Wenn ich mit ihm nach hier gehe. Also ich schieße erstmal da drauf. Gehe ich noch da. Dann kann ich mit ihm nach hier. Können die zwei tauschen? Die zwei tauschen und er befindet sich da. Dann kann ich mit ihm nach. Oder mit ihm nach da. Das wird er nicht ausschalten können in dieser. Ja, ist okay. Das können wir machen. So, du machst den Move. Und es funktioniert natürlich nicht. Aber in einem Zug sollte der mit einem Angriff den auch nicht ausgeschaltet bekommen. Also passt es immer noch trotzdem. Ist okay. Hat noch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Der Bomber hilft mir halt noch nicht, ne? Der darf halt nur noch nicht sterben. Er bleibt bei ihm hier, auch wenn ich mit ihm vorrücke. Ja, ich könnte eigentlich hier auch nach da gehen. Dann könnte ich ihn zurücklassen, das Chor. Mal sehen. Ich brauche auf jeden Fall, bevor wir groß kämpfen oder neu kämpfen, Infanteriewaffenstufe 3. Wenn wir das haben, dann können wir erst richtig zuschlagen. Weil wir dann ungefähr gleiches Level haben. Weil sonst kriege ich nur auf die Fresse, wenn ich mich bewege. Okay, ich habe eine Garnison. Brauche ich irgendwo eine Garnison? Er könnte hier landen. Aber hilft ihm das? Da kriegt er keine Verstärkung nach. Hilft nicht. Und mein Nachschub kommt ja von hier. Das ist wichtig. Wir könnten uns hier platzieren. Wir müssen diese Linie hier sichern, sonst haben wir da wirklich ein Problem. Gibt es noch so ein Ding? Weil da kommt er erstmal noch nicht hingesprungen. Er könnte versuchen, dahinter zu springen. Das ist unser... Ah, und die Versorgungslinie. Ja, wäre wichtig. Okay, verstehe. Verstehe. Andererseits wäre eher der Angriff nach da so möglich. Aber das, da wird er selber sich nicht versorgt bekommen. Macht eigentlich keinen Sinn. Den Hafen können wir verteidigen. Und ihn haben wir gesagt, bringen wir nach hier oben, ne? So, zack. Dann können wir ihn ja nach da bringen. Ja, dann haben wir schon mal eine Position für unser neues Chor. 188, ja. Solange der Krieg weitergeht, ist erstmal alles gut. Wir bringen die Truppen nach da, wir bringen die Truppen nach da. Da tun wir nicht so viel, hier tun wir auch noch nicht so viel. Aber wir können sehr, sehr gerne mal kurz das machen. Falls halt mal was kommt.
Du kriegst jetzt auf jeden Fall das auch. Weil die Hakus sollten jetzt möglichst lange durchhalten. Du brauchst das nicht. Okay. Forschungstechnisch haben wir 100, nee, 50, 350 Punkte übrig. Aufklärung können wir nicht verwenden. Das, oh, endlich nächste Runde. Wir könnten auch sparen. Wir könnten sparen. Die gesamten Punkte, die 500 Punkte, anstelle neue Truppen zu holen, sparen. Halte ich für auch noch nicht mal ganz so dumm. Weil wir direkt viel ausgeben können. Hier immer alles, was im Hinterland ist. Die Truppen können wir komplett upgraden. Hier können wir upgraden. Das könnte sich lohnen. Okay. Ah, da kommt er gar nicht hin. Okay. Andererseits brauchen wir Truppen. Holen wir mal einen davon. Noch einen? Panzerzüge, Panzer. Panzer halte ich auch für eigentlich gar keine schlechte Idee. Komm, wir haben es jetzt einfach ausgegeben. Das passt auch. Okay, Forschung bei ihm hier. Da sind wir voll am Reinbuttern. Hier sind wir voll am Reinbuttern. Die Erdwaffen wären nicht verkehrt. Das wäre auch nicht verkehrt. Ach nee, Panzerabwehr brauchen wir bei ihm nicht. U-Boot-Jagd. Weiß ich gerade gar nicht. Er setzt halt nicht mehr auf U-Boote. Ne? Wir können auch doch mal hier das hier rein investieren. Und dann dafür den Rest uns Truppen wieder kaufen. Und jetzt ihn gucken wir jetzt mal kurz nach. Vereinigtes Königreich. Da können wir vielleicht jetzt nicht den Montgomery holen. Das ist jetzt aber nicht ganz so dramatisch. Ein Achter ist eigentlich auch schon ganz geil. Ja, den werden wir holen. Und bei ihm... Ich hätte gern... obwohl ich bin, glaube ich, Artillerie schon im Kauf. Ah, aber nur einmal. Okay. Nochmal ein bisschen Arti holen. Ja, 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 ja. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt sollte der nur noch das Zeug hier bekommen, was er hier rausbekommt. Die Italiener werden wir vernichten. Ich weiß nicht, ob der die schon abgeschrieben hat, vielleicht. Ist auch möglich. Tobruk wird interessant. Oh, haben wir ihn bewegt? Ja, wir haben ihn bewegt. Das wird ihm vielleicht auch mal ein bisschen was geben. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was hier ist, ob der da was retten konnte, aber hier ist es mal Kuh. Da ist noch ordentlich was. Also wenn wir das vernichten, das ist teuer. Das geht eigentlich. Ich will mal ganz kurz nur... Also da sind wir echt gut wieder aufgerückt, ne? Sehr schön. Überfallangriffe, das stört mich nicht. Deutschland. Ja, der hat halt immer noch gut Truppen, die er nachzieht. Und wir verlieren halt massig. Aber das ist einfach nur, weil uns der Tech fehlt. Nach dem Tech wird das wesentlich angenehmer. Und da müssen wir jetzt mal hier gucken. Wir hätten noch einmal... Ne, einen Marker können wir nicht setzen. Aber alter Scholli, 35%, ne? Ich habe kein Glück in dieser Scheiße hier. Das ist gut. Das ist auch gut. Also nett. Das ist das, was wir wirklich brauchen. Das ist top. Hat man das noch nicht? Okay. Dann hätte ich nämlich wirklich noch gewartet, hätte ich das gerafft. 11 Punkte. Das ist nicht wichtig. Also nicht schlimm. Nicht wichtig wäre falsch, aber nicht schlimm. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.
Ciao.